Aber jetzt vielleicht die Vorlage auf Kostic. Der kommt nicht rechtzeitig ran. Aber Leute, wie spielen wir hier denn den VfB Wolfsburg her? Das ist absolut stark. Ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des HSV Karrieremodus. Wir sind heute wieder am Start, die zweite Episode. Die ersten Transfers werden vollzogen und eure ersten Kommentare werden hier vorgelesen. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von einigen, was geschrieben wurde. Dazu kommen wir aber gleich. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Letzte Episode mit 300 Likes nicht geschafft. Schaffen wir diesmal die 300 Likes? Ich würde mich tierisch darüber freuen. Haut mal den Daumen raus und dieses Projekt, glaubt mir, das wird durchgezogen und ich bin mir sicher, das wird ziemlich, ziemlich nice werden. Wir kommen erstmal ganz kurz natürlich wieder zum Stand. Standardprozedere. IG wollt in der Videobeschreibung 6% Rabatt auf eure Coins, TV Coins, PSN, mach ich es auch gut, damit ihr Kaufmax Gaming TV, checkt das auf jeden Fall aus. Dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter, würde mich auch freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und Leute, ihr könnt Sachen mit mir machen. Was ihr nicht mit mir machen könnt, ist das, was Granate Returns gemacht hat. Hol bitte Lasogga zurück. Hättest du dich nicht direkt entschuldigt, mein Freund, hätte ich dich sofort blockiert, weil das wird definitiv nicht passieren. Definitiv auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich ausgeschlossen. Lasogga wird für mich nie wieder ein Spiel bestreiten, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Egal. Aber Flow BRM, was wahrscheinlich für Bremen steht, der hat auch was Interessantes geschrieben. Und zwar hätte es cooler gefunden, wenn du es mit Werder gemacht hättest, aber naja, trotzdem ist es cool. Es freut mich, dass es dir trotzdem gefällt. Ich hatte zunächst überlegt, es mit Bremen zu machen, aber Bremen hat letzte Saison bewiesen, dass sie theoretisch sogar noch guten Fußball spielen können oder haben in den letzten Jahren zumindest mal ansatzweise gezeigt, was sie drauf haben, während beim HSV das Ganze schon sehr, sehr lange her ist. Dementsprechend habe ich mich für Hamburg entschieden, aber ich hoffe, dass trotzdem natürlich du, genauso wie alle anderen Bremer, dranbleiben an diesem Karrieremodus. Danke trotzdem für deinen Kommentar und deinen Support. So, dann Luca, mein Freund. Aber ganz ehrlich, Diekmeyers Dienstältester und Fanliebling, den kannst du nicht verkaufen. Ich möchte dir kurz was zeigen. Der steht bei mir auf der Transferliste. Ich glaube zumindest, dass ich den da drauf gesetzt habe. Ich muss noch mal kurz gucken. Da ist es ja. Also, doch, kann ich. Und ich habe da auch ehrlich gesagt absolut kein Problem mit, weil auch wenn er Fanliebling ist und Dienstältester, das ist ein Spieler, den ich nicht haben möchte. Und dazu zu guter Letzt Sven Ole Wilken. Im Sturm würde er gerne Rashford sehen. Der ist jung und hat schon ein gutes Rating. Ja, richtig. Allerdings, wann hat der HSV das letzte Mal ein richtiges Talent geholt und damit Erfolg gehabt? Das ist schon eine Weile her. Man könnte jetzt beispielsweise sagen, Santos spielt nicht so schlecht. Ja, aber so ein richtiges Talent, so ein Halilovic, das hat nicht funktioniert. Und dementsprechend ist Achraf Hakimi schon das höchste der Gefühle. Aber das ist der einzige Transfer, den wir diese Episode machen werden. Und ihr habt euch mit überragenden über 80% nämlich dafür entschieden, dass wir hier wegen Lozano verpflichten sollen. Ja, das heißt, der Mexikaner von PSV wird unseren Verein in Zukunft beehren. Und ich würde sagen, gehen wir doch gleich mal zu diesem Transfer rüber und ziehen die Ausstiegsklausel. Er ist natürlich nicht der krasseste Spieler. Er ist definitiv ein Spieler, bei dem ich sagen würde, er ist gut, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist der heftigste Mario Balotelli. Und dementsprechend verhandeln wir jetzt mit dem Enfant Terrible schlechthin darüber, ob er denn zu uns kommen möchte. Natürlich müssen wir das Geld ein bisschen im Hinterkopf halten, aber wir sehen jetzt hier gleich seinen Berater. Das müsste Mino Raiola sein, allerdings wird er nicht abgebildet sein in FIFA. Und Mario Balotelli. Schon mal geil, dass der halt ein reales Gesicht hat, das liebe ich. Er hat 51.000 Gehalt momentan, er möchte Schlüsselspieler sein, das werden wir ihm natürlich gestatten. Und dazu kommen wir jetzt halt eben zu der Vertragslaufzeit. 4 Jahre halte ich für angemessen, er ist 27 bis 31, das passt, er möchte 2 Jahre. Wir versuchen das mal mit 3 Jahren, vielleicht können wir uns da noch drauf einigen. Ja, das sieht zumindest sehr gut aus. Passt also, bis er 30 ist. Die Freigabesumme werde ich mal übergehen und das ist auch im quasi Sinne von Balotelli. Er möchte aber eine Gehaltserhöhung von 20.000 haben. Er möchte dazu einen Einstiegsbonus von 930.000. Ja, das ist schon eine ganz schöne Menge, muss man sagen. Ich gehe mal beim Einstiegsbonus auf 850.000 runter. Beim Gehalt gehe ich mal auf 62.500 runter. Versuchen kann man es ja mal. Dafür gehe ich aber beim Bonus hoch. Und zwar sage ich, wenn du 10 Tore schießt, dann kriegst du 1 Million. Und das ist natürlich eine Menge, Menge Geld. Eine ganz schöne Menge Geld. Aber es ist auch gar nicht so wahrscheinlich, dass er das schafft in der Rückrunde. Da muss er schon richtig performen. Mal sehen, was die dazu sagen. Ja, nicht so viel. Aber immerhin gehen sie vom Gehalt runter und vom Einstiegsbonus. Das akzeptieren wir. Und dementsprechend ist Mario Balotelli der erste Neuzugang, den wir haben. Und der Italiener wird der neue Spieler beim HSV. Zugegebenermaßen nicht nur Balotelli ist natürlich ein großer Name, sondern auch der nächste Spieler, den wir hier holen möchten. Und der hat Gott sei Dank ein reales Gesicht. Yaya Touré. Der hat natürlich eine Menge, Menge Gehalt. Möchte auch Schlüsselspieler sein, das ist nachvollziehbar. Aber ich bin bereit, dieses Gehalt zu zahlen, denn grundsätzlich fände ich es sehr, sehr schön, wenn wir halt eben Touré bekommen. 2 Jahre, ich glaube nicht, dass er das machen möchte. Doch, er möchte es. Sehr, sehr schön. Nicht nur 1 Jahr, das ist klasse. Keine Freigabesumme, das ist auch absolut super. Das wäre auch absolut sinnlos gewesen. Und er möchte immerhin weniger Gehalt haben, aber dafür einen hohen Einstiegspreis.
Jahresbonus. Ich gehe nochmal vom Gehalt ein bisschen runter. Und zwar ein ganz schönes bisschen auf 110.000. Und den Einstiegsbonus mache ich auf 1,2 Millionen. 120.000 wäre natürlich süß. Mal sehen, was dazu gesagt wird. Okay, sie gehen zumindest vom Gehalt nochmal ein Stückchen runter. Einstiegsbonus, glaube ich auch. Wir akzeptieren das. Mir ist das egal. Das Geld habe ich. Und dementsprechend werde ich es auch investieren. Und auch Achraf Hakimi ist der nächste Spieler, den wir hier verpflichten möchten. Der hat, glaube ich, kein reales Face. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Aber nichtsdestotrotz, er wird auf jeden Fall jetzt erstmal als Rotationsspieler gesehen, wenn das für ihn okay ist. Damit ist er anscheinend einverstanden. Er wird allerdings bei uns Stammspieler werden, das muss er ja nur noch nicht wissen. 5 Jahre Vertragslaufzeit, ich denke mal, den sollten wir so lange stretchen, wie es nur irgendwie geht. Auch damit sind sie einverstanden. Die hätten gerne Freigabesumme im Vertrag. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Mal sehen, was sie dazu sagen. Gut, die können sich damit abfinden, das ist sehr, sehr schön. Gehalt 44.000, das ist eine ganze Stange, das ist wirklich eine ganze, ganze Stange Geld, die er da haben möchte. Allerdings gehen wir da nochmal ein bisschen runter, gehen wir mal auf 35.000, gucken, was er dazu sagt. Und beim Einstiegsbonus gehen wir auf 550.000, was die Einsätze angeht, das ist in Ordnung, die Einsatzprämie. Mal sehen, ob er das annehmen wird. Nö. Ja, 44.000 ist aber auch in Ordnung. Können wir auch noch machen. Wir haben ja das Geld, wir haben ja das Geld. Aber jetzt wird es langsam eng mit der Kohle, die wir momentan haben. Wir haben jetzt noch 38 Millionen Budget, ja, also Geld wirklich. Und wir haben noch, ja, sagen wir mal 181.000, dann haben wir noch 33 Millionen. Und wir müssen halt noch Ben Arfa und Irving Lozano finanzieren. Und das sind zusammen über 33 Millionen. Dementsprechend holen wir jetzt erstmal den stärkeren von beiden. Und das ist in meinen Augen Irving Lozano, einfach weil der viel mehr Potenzial hat als in Ben Arfa. Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, ja, die älteren Spieler, die sinken natürlich schnell. Das ist richtig, das juckt mich im Grunde nicht. Aber wir können den Ben Arfa dementsprechend erst kaufen, wenn wir denn auch das Budget dafür haben. Dementsprechend, wenn wir Verkäufe im Winter getätigt haben. Erstmal ist aber wichtig, dass wir Lozano daran gewöhnen, dass er im HSV einen langfristigen Vertrag unterschreiben wird. Auch damit ist er einverstanden. Freigabesumme werde ich übergeben. Ich möchte keine Freigabesumme in den Vertrag mit einbauen. Und jetzt kommen wir zum Gehalt. Und das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der verdient. Deswegen versuchen wir es mal mit 30.000. Und dann werde ich wahrscheinlich abgeschmettert werden bis zum geht nicht mehr. Und Einstiegsbonus 500.000. Mal sehen, was dazu gesagt wird oder ob sie direkt die Verhandlung beenden. Das ist ein faires Angebot. Überlegt mal, was wir für den jetzt bezahlt haben im Vergleich für Hakimi. Aber wir haben alle 4 Spieler am Start. Und das ist ziemlich, ziemlich geil. Im ersten Spiel gegen Wolfsburg können sie natürlich noch nicht weiterhelfen, aber nichtsdestotrotz wird das eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Wolfsburg hier im Karrieremodus steht deutlich besser da als in der Realität. Wir spielen aber zu Hause. Und im Volksparkstadion ist der HSV nicht nur zu Hause eine Macht, sondern hoffentlich auch bei uns im Karrieremodus. Es wird, glaube ich, das Start-FDB von Vita ab. Wird dementsprechend umso interessanter. Wir gehen rein. Mein erster Bundesliga-Karrieremodus. Das erste Mal, dass ich mich überhaupt ranwage. Und wir sind im Volksparkstadion und haben den VfL Wolfsburg zu Gast. Ganz, ganz spannende Partie. Bedeckter Himmel am Freitagabend. Dementsprechend perfekte Atmosphäre, um hier einen Sieg einzufahren und uns damit in bessere Gefilde in der Tabelle zu bringen. Wie gesagt, es gibt in der Startaufstellung im Vergleich dazu, wie unser Assistenztrainer gespielt hat in der Simulation, einige Veränderungen. Beispielsweise spielt Fiete ab in der Sturmspitze und auf der anderen Seite mit Mario Gomez natürlich ein Stürmer, der in der Vergangenheit extrem, extrem starke Leistungen gebracht hat. Mal sehen, ob unter der von Harald Fimmler heute Fiete ab überzeugen kann. Ich bin gespannt, wir springen rein. Erste richtig dicke Chance für den VfL, nach einer abgefälschten Flanke, wo Martenia nicht hundertprozentig sicher aussieht. Bisher eine sehr ausgeglichene Partie, ohne irgendwas in den verschiedenen 16ern, ja, also gar keine Szenen bisher. Aber vielleicht jetzt mal über Arp, schlechter Pass. Den haben wir leider Gottes noch gar nicht in Szene gesetzt, macht doch keine Läufe oder irgendwas. Er hat halt leider Gottes, auch wenn er erst 17 ist, nur ein 68er Rating. Das darf man definitiv nicht vergessen, deswegen darf bei uns, genauso wie in Realität ja auch, kein Leistungsdruck auf unserem jungen Talent lasten. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön, wenn wir hier direkt von seinem jugendlichen Spirit ein bisschen was abbekommen oder zu sehen bekommen und er dementsprechend uns hier früher oder später zum Sieg schießt, aber momentan liegt der Fokus eher darauf, dass wir hier kein Gegentor bekommen. So, jetzt Kostic mit Tempo gegen Knoche, das hat er natürlich ihm voraus. Sehr, sehr schöner Lauf, die Flanke ist in Ordnung, Holtby ist da, wird gefoult, es gibt Elfmeter. 30. Minute ungefähr wird da ausgeführt werden. Blaschikowski, ich weiß nicht, wie der Zweikampf war, es müsste Holtby halt gewesen sein. Ganz, ganz schlechte Aktion, total unnötig vor allem auch. Ich weiß allerdings nicht, ob Holtby sonst an den Ball rangekommen wäre. Und dementsprechend haben wir jetzt natürlich die ganz, ganz dicke Chance, hier in Führung zu gehen. Die Frage ist nur, wer schießt den Elfmeter? Nikolai Müller ist der beste Schütze, den wir haben. Nikolai Müller wird dementsprechend schießen. Nikolai Müller macht das 1:0. Wir gehen in Führung gegen den VfW Wolfsburg. 30. Minute, kein Fidget-Spinner-Jubel, gar keine Verletzung riskieren, aber wir sind tatsächlich vorne. Und das ist sehr, sehr schön, denn das ist nicht verdient zu diesem Zeitpunkt. Es ist absolut langweilig, das Spiel bisher. Wir machen nichts. Wir gefährden uns gegenseitig überhaupt nicht. Wir
ja, sind eigentlich komplett auf Augenhöhe, aber wir führen und das ist geil. Und der nächste Elfmeter, Fiete Arp wird von den Beinen geholt und zwar diesmal von Tisserand, wenn ich das richtig erkenne. Ganz, ganz dummes Foul, fast noch dümmer als das erste und rote Karte noch dazu. Wir sind in Überzahl, Freunde. Wir sind nicht nur mit 1:0 vorne, haben einen Elfmeter, sondern sind auch in Überzahl. Unglaublich unnötige Aktion. Ich weiß nicht, ob ich damit Arp noch groß was hätte machen können. Aber so natürlich jetzt die Chance auf den Doppelpack für Nikolai Müller. Ich gehe wieder nach rechts, ich gehe wieder nach rechts und diesmal ist Castells da und hält den Ball. Dementsprechend nicht das 2:0, natürlich trotzdem die Führung. Aber es ist natürlich trotzdem bitter, dass wir den jetzt nicht gemacht haben. Ah, ich war mir sicher, dass er wieder noch hinspringt. Aber so kann das laufen. Holtby mit der Gelegenheit. Er macht nicht das 2:0. Aber das war ein unglaublich schöner Pass. Ich weiß gar nicht, von wem der gespielt wird. Er war überhaupt nicht so gedacht. Aber trotzdem sehr, sehr stark. Wir haben momentan die absolute Überhand. Wir spielen den VfL an die Wand. Die haben überhaupt keine Chancen. Und wir haben die nächste Gelegenheit. Jetzt über Ekdal mit dem Ball auf Fiete. Ah, aber das ist nicht gut, wie er den mitnimmt. Nicht gut von mir gemacht. Aber er ist, wie gesagt, weiterhin auch jetzt in der Überzahl und mit dem einen Gegenspieler weniger. Dadurch, dass Tisserand vom Platz geflogen ist, nicht hundertprozentig im Spiel. Mal sehen, ob es im zweiten Durchgang besser wird. Es läuft noch was. Wallacy mit dem Schussversuch auf die Kurze. Ich habe eigentlich lange gezielt, aber trotzdem gute Chance für unseren Brasilianer. Die nächste Ecke über Kostic, da steht Jung, der kommt nicht dran. Jetzt aber bloß aufpassen, weil die ausgekontert werden. Nichtsdestotrotz sind wir momentan absolut überlegen, vom VfL kommt gar nichts. Gerade die Ballerung von Fiete Arp vor diesem Schuss von Wallacy war auch deutlich tief in der Wolfsburger Hälfte. Also die kommt wirklich auch nicht nach vorne. Jetzt Arp mit der Hacke, der Versuch weiterzuleiten auf Holtby, aber wie gesagt, ganz im Spiel ist der noch nicht. Aber jetzt vielleicht die Vorlage auf Kostic. Der kommt nicht rechtzeitig ran. Aber Leute, wie spielen wir hier denn den VfL Wolfsburg her? Das ist absolut stark. Die haben noch nicht eine gute Chance gehabt, abgesehen von diesem Flankenball. Wieder Holtby auf Kostic, der auf Arp, der wieder zurück auf Kostic und der wieder zurück auf Arp. Nein, er macht es selber. Er macht es selber. Und es ist abseits. Und es war ein Versehen, dass der Ball überhaupt reingegangen ist. Ja. Es ist auch bitter, er kommt leider nicht so in die Räume, dass er den Platz hätte. Gerade in der Situation natürlich auch wieder viel zu zugestellt, unser junger Fiete. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr gut. Schönes Tackling von Jung da gegen Gomez. Wir müssten normalerweise schon höher spielen, gar keine Frage. Wir spielen als nächstes gegen Hannover. Ich nehme an, das ist der DFB-Pokal, weil gegen Hannover haben wir ja schon zu Beginn der Saison gespielt, auch hier im Karrieremodus natürlich. Jetzt Arp mit Kostic im Zusammenspiel. Schön gemacht, Fiete Arp mit dem Ball in die Mitte. Die Vorlage 2:0. Albin Ekdal ist der Torschütze. Und wir machen die Vorentscheidung klar. Das ist der Wahnsinn, was wir hier spielen. Das ist der Wahnsinn, was wir hier zeigen. Und das ist vor allem der Wahnsinn, wie jetzt doch eben Fiete Arp doch seinen Scorerpunkt bekommt. Ganz, ganz schön gespielt von ihm und Kostic da auf der Außenbahn. Dann spielt er das Tempo aus, was er gar nicht so wirklich hat. Ekdal geht wie ein klasse Stürmer in den Rückraum, macht den eiskalt rein. Und Wolfsburg muss resigniert sein, denn das ist nichts, was die hier zeigen. Ich habe mich übrigens gefragt, warum Ekdal die ganze Zeit vorne ist. Ganz einfach, der hat Stürmer gespielt. Das kann man natürlich mal so machen, ja, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich ist der zentrale Mittelfeldspieler. Jetzt hat er sein Tor gemacht, ist jetzt ausgewechselt worden für ihn. Hahn in der Partie und auf der rechten Seite für den anderen Torschützen ist jetzt Ito drin. Den wolltet ihr auch ganz gerne öfter sehen. Und das ist die nächste dicke Gelegenheit direkt. Ab mit dem Ball auf Hahn, das müsste das 3:0 sein. André Hahn, die Entscheidung, was für ein Strich. So kann man natürlich direkt nach seiner Einwechslung mal kommen, die Zauberflöte. Und wir spielen Wolfsburg auseinander. Krank. Ups, und dann hat der VfL tatsächlich mal eine Chance und direkt treffen sie. Ich weiß nicht, ich konnte das 0 verteidigen. Hatte keine Gelegenheit. Martenia sieht aber gar nicht gut aus. Gomez mit der flachen Flanke und am Fünfer dann. Da sieht auch Sakai gar nicht gut aus. Und im Endeffekt ist es dann Paul George ein Tap, der sein 6. Saisontor macht. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Was Arp gerade spielt, ist überragend. Die Flanke war eigentlich auch nicht schlecht, aber leider geht keiner so wirklich hin, wie es hätte sein müssen. Wieder Ito auf der Außenbahn, von dem habe ich noch nichts gesehen bisher. Allerdings wurde der auch erst eingewechselt, wird da jetzt gefoult, das Ganze nicht abgepfiffen, Kostic. Ihr seht hier, wir lassen den Ball richtig schön laufen, genauso wie man halt Fußball spielen muss, genauso wie man das den Fans bieten muss und genauso wie die Fans das sehen wollen. Wenn jetzt Sakai noch den Lauf machen würde, den aber auf den er keinen Bock hat so wirklich, da möchte er einfach nicht laufen, das ist auch okay, lassen wir ihm. Das ist jetzt wieder Arp, der kann sich da nicht durchsetzen, aber das war trotzdem ganz, ganz schwach von Sakai.
Ito setzt sich da klasse durch. Und jetzt die Flanke auf Fiete ab. Der kommt ran, aber nicht gefährlich. Die Flanke war aber auch nicht optimal. Ich dachte eigentlich Abwehr am zweiten Pfosten. Das war anscheinend André Hahn, den ich hier gerade angewählt habe. Schade, nichtsdestotrotz. Vielleicht jetzt nochmal die Chance, aber heute mit einer ganz schlechten Ballannahme. Vergangene Saison war das Spiel hier der Abstiegsgipfel schlechthin. Heute war es eine ganz, ganz andere Vorstellung, gerade von unserer Seite aus. Unglaublich starke Partie. Am Ende hat sich vor allem einer nicht belohnt. Das ist natürlich bitter, aber jetzt nochmal die Chance für Philipp Kostic. 4:1. Das ist der Wahnsinn. Auch er spielt die Zauberflöte und das ist einfach die Begrüßung für mich. Ja, für mich als neuen Trainer, für MGT als neuen Trainer. Und der hat das erste Spiel direkt mal im Alleingang für sich entschieden und die Fans auf seine Seite gebracht. Geniales Spiel, genialer Spielzug, einfach nur klasse. Und es ist vorbei. Wir gewinnen mit 4:1 zu Hause unser erstes Spiel als Trainer des HSV gegen den VfL Wolfsburg. Ganz, ganz starke Vorstellung von allen Spielern auf dem Platz. Ganz, ganz starke Vorstellung. Vor allem muss ich hervorheben von Philipp Kostic. Für mich der beste Mann, der heute hier für uns auf dem Rasen stand. Ist hier auch anscheinend der Man of the Match. Ein Tor, zwei Schüsse dazu. Unglaublich viele Aktionen, großen Aktionsradius. Und da kann man nur stolz drauf sein. Wir befreien uns und siegen im Nordduell gegen Wolfsburg. Jetzt bin ich natürlich mal umso gespannter, ob uns der HSV das in Realität morgen nachmachen kann. Ich gehe eher davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Aber trotzdem haben wir dieses erste Spiel sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Und wie gesagt, in der nächsten Runde, beziehungsweise im nächsten Video und auch im nächsten Spiel, geht es im Pokal gegen Hannover 96. Zwei Vereine, die beide bereits in Realität aus dem Pokal ausgeschieden sind. Aber hier stehen wir im Achtelfinale und das wird sehr, sehr interessant. Mit dem Relegationsspiel werden wir hoffentlich nichts zu tun haben. Wir sind aber noch nicht hundertprozentig fertig mit dieser Episode. Eine Sache möchte ich noch machen. Hatem Ben Arfa freut sich auf die Vertragsverhandlung. ja, das ist schön. Wir haben nur kein Geld. Das ist schlecht. Das ist äußerst schlecht und das gefällt mir absolut gar nicht. Wir werden trotzdem mal gucken, was wir machen können. Ihr seht, unser Geld ist ein bisschen Ebbe. Ja, 3.275 Gehaltsbudget haben wir noch. Das ist nicht schön. Keine Freigabesumme, aber jetzt kommen wir zum Gehalt und wie gesagt, das ist... Nee, können wir uns nicht leihen. Können wir uns... Ja, Ben Arfa wird wohl erstmal nicht kommen. Habe ich mich ein bisschen verspekuliert. Ich muss jetzt die Verhandlung beenden. Vielleicht können wir im Januar nochmal verhandeln, aber das... Habe ich mich wohl ein bisschen verspekuliert, wa? Hatte ich nicht genug Geld zur Verfügung, hätte ich mal im Januar machen sollen. Eventuell müssen wir uns dann im Januar einen anderen Zehner holen oder wir machen das, was ihr gesagt habt. Halilovic zurückholen. Aber das gucken wir nochmal. Wir warten erstmal ab bis in Januar rein. Vorher haben wir nochmal das Spiel gegen Hannover 96 und wir spielen auch noch in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt noch zwei wichtige Spiele. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass euch die Episode gefallen hat heute. Ja, wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch über freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.